Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir immer genau die Erfahrung machen, die wir selbst für realistisch halten? Ich selbst habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich immer genau die Realität erfahre, die für mich realistisch ist. Noch vor 5 Jahren waren ganz andere Dinge für mich realistisch. Andere Ziele, andere Zustände, andere Lebensumstände. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann aber auch genau diese Realität erfahren, die damals für mich realistisch war. Heute ist es meine Realität, ist, was für mich heute realistisch ist, ist, dass Frieden meine wahre Natur ist, dass Frieden die ganze Zeit da ist, dass es im Grunde keine Trennung gibt, dass alles miteinander verbunden ist, dass alles eins ist. Mittlerweile ist es meine Realität, dass es vollkommen sicher ist, meinem Herzen zu folgen, mich dem Leben hinzugeben. Und dann mache ich genau diese Erfahrung. Und wenn du dieses Video jetzt gerade siehst, dann ist dieses Video wahrscheinlich einfach eine Erinnerung für dich, dass es bei dir genau das Gleiche ist. Und dass Limitierungen, die aktuell vielleicht da sein sollten, einfach nur da sind, weil du bewusst oder unbewusst glaubst, dass es so sein muss, dass es gar nicht anders sein könnte. Und vor allem, wenn es ums Thema Glücklichsein geht, inneren Frieden geht, da sitzen die tiefsten Limitierungen. Irgendwie lassen wir einfach sehr ungern die Vorstellung zu, dass wir doch jetzt einfach schon glücklich sein könnten. Dass wir jetzt schon im Frieden sein dürften. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich mich selbst lieben darf. Und wenn ich glaube, dass ich noch nicht da bin, dass ich noch mehr an mir arbeiten muss, dass ich noch mehr Ziele erreichen muss, dass ich noch mehr Traumata aufarbeiten muss, dann werde ich auch genau diese Erfahrung machen. Und es kann sein, dass du diese Erfahrung gerade machen musst oder machen möchtest, besser gesagt. Das ist deine Entscheidung, welche Erfahrung du machen möchtest. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass Frieden deine wahre Natur ist, meine wahre Natur ist, unsere wahre Natur ist. Und dass es nichts zu tun gibt, um diesen Frieden wahrzunehmen. Und dass es nicht funktioniert, den Frieden aufzuschieben auf die Zukunft. Weil was passiert, wenn ich den Frieden aufschiebe auf die Zukunft, ist, dass ich nie in dieser friedlichen Zukunft ankomme, sondern einfach in dem Modus des Aufschiebens bleibe und natürlich immer nur im jetzigen Moment bin, aber dann glaube, dass der Frieden erst in der Zukunft für mich realistisch ist. Erst dann, wenn ich genug an mir gearbeitet habe. Erst dann, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, an dem ich immer hin wollte. Nun war das, dieser Frieden jetzt schon da ist. Unabhängig davon, was in deinem Leben jetzt gerade Stand der Dinge ist. Unabhängig davon, was für Gefühle gerade da sind. Vielleicht sind gerade Gefühle bei dir da. Der Frieden ist trotzdem da. Der Frieden liegt drunter. Vielleicht bist du gerade pleite. Vielleicht hat dich gerade dein Partner, deine Partnerin verlassen. Vielleicht was auch immer. Das, ich,
Ich will überhaupt nicht leugnen, dass die menschliche Erfahrung seine Herausforderung hat. Ich kenne diese Herausforderung selbst auch sehr gut. Aber darunter liegt der Frieden, der ist die ganze Zeit da. Der war noch nie weg. Und wir können uns dazu entscheiden, uns mit diesem Frieden wieder zu verbinden, ihn bewusst wahrzunehmen. Und dann darf unser Körper ein Ausdruck dieses Friedens sein. Wenn wir uns nicht aktiv dafür entscheiden, dass dieser Frieden, der unsere wahre Natur ist, durchscheinen darf, dann bekommen wir auch genau diese Realität. Dann bekommen wir die Realität, die ganz anscheinend sehr, in der es sehr gerechtfertigt ist, sehr viel Angst zu haben, sich schuldig zu fühlen, Scham zu empfinden. Und dann basierend auf diesen Emotionen Entscheidungen zu treffen, Drama zu erleben und das Gefühl zu haben, noch nicht da zu sein, noch nicht angekommen zu sein. Das ist deine Entscheidung. Der Frieden ist immer da. Alles, was passieren darf, ist, dass der Widerstand gegenüber dem jetzigen Moment losgelassen wird, dass der jetzige Moment genauso angenommen wird, wie er jetzt gerade ist, unabhängig von dem, was gerade da ist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Video.